Hi, schön, dass du wieder einschaltest und willkommen in Niederland, wie der Holländer so schön sagt oder der Niederländer so schön sagt. Ja, wir befinden uns hier in einer Ferienanlage. Wir haben uns eine kleine Auszeit in den Niederlanden gegönnt. Die Ferienanlage nennt sich Europarks, ist in Bad Hobhausen. Wirklich sehr schön gelegen, direkt an der Nordsee und ja. Macht wirklich einiges her. Ich werde einfach mal versuchen, so im Laufe der nächsten Tage, wir sind jetzt eine Woche hier, im Laufe der nächsten Tage hier mal so ein bisschen durch die Hotelanlage durchzulaufen, das ein oder andere mal einzufangen, vielleicht ein paar schöne Perspektiven hier hinzukriegen mit dem Pocket 3. Und ja, schauen wir mal, was da so geht. Drohne habe ich mit eingepackt. Allerdings ist es so, da wurde ich wirklich sehr, sehr krass überrascht, muss man wirklich mal sagen. Ich habe ja immer gehört, dass in den Niederlanden Drohne zu fliegen eigentlich recht unkompliziert sein soll. Mag es vielleicht auch sein, aber ich habe mir jetzt mal die App runtergeladen, die GoDrone-App. Das ist so vergleichbar wie bei uns mit Map to Fly und Tronic und so weiter, was es da alles gibt. So halt eben hier in den Niederlanden GoDrone. Und ja, da werden halt eben die ganzen Geozonen halt eben dann beleuchtet, wo man halt eben gucken kann, wo darf man fliegen, wo nicht. Und das ist doch ein bisschen untransparent gehalten hier in den Niederlanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt hier mehrere farblich markierte Zonen. Rot ist irgendwie absolutes Tabu für Drohnen. Da gibt es aber anscheinend auch wieder irgendwie Ausnahmen, weil da verschiedene Flugbeschränkungsgebiete sind, die aber auch nur zeitlich begrenzt sind, von Montag 7 Uhr bis Freitag 16 Uhr. Dann gibt es die sogenannten Tiefflugzonen, wo man wirklich nur maximal 30 Meter hochfliegen darf. Wäre ja noch in Ordnung. Und dann gibt es noch die gelben Zonen, wo dann halt eben ja, Risikogebiete sind, wo zum Beispiel Wohngebiete, Industriegebiete etc. sind, wo man dann halt eben selbst abwägen muss und auch halt eben vorher abklären muss, ob man da fliegen darf oder nicht. Ja, interessant wird es dann aber allerdings, wenn es so wie hier in meinem Fall eine rote Zone und eine Tiefflugzone irgendwie übereinander liegen direkt. Dann fragt man sich halt eben, okay, was gilt denn jetzt, ne? Das ist so ein bisschen komisch gemacht, aber naja, ich werde mal versuchen, da irgendwie der Sache auf den Grund zu gehen. Und vielleicht kann ich ja dann doch noch irgendwie einen Flug mit der Mavic 3 machen. Ich habe wie gesagt die Mavic 3 dabei und hoffe, dass ich mit der Drohne an der einen oder anderen Stelle auch nochmal hoch kann. Ja. Das soweit zur Einleitung. Will es gar nicht zu lang werden lassen. Wir werden schauen, was uns die Woche so bringt. Und ja, natürlich die Canon EOS R auch noch mit am Start. Werde natürlich viele, viele Bilder machen. Ein Tag in Amsterdam ist noch geplant. Das ist von hier aus so ungefähr eine Stunde weg. Da möchte ich natürlich auf jeden Fall ein bisschen Street machen. Das muss natürlich sein, das geht gar nicht anders. Aber auch hier, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, das ist so die Aussicht von unserer Dachterrasse, von unserem Ferienhäuschen hier. Ja, wie gesagt, direkt mit an der Nordsee. Und da bin ich gestern Abend mal entlang gelaufen, habe so ein bisschen Scouting betrieben, Fotoscouting betrieben, welche Plätze so ungefähr interessant wären. Und da ist mir der ein oder andere schon so ein bisschen aufgefallen und da werde ich sicherlich das ein oder andere Foto machen. Wetter ist bescheiden, wie bei uns in Deutschland zurzeit. Wir konnten dem Wetter leider nicht entfliehen, gönnen uns aber trotzdem, wie gesagt, in den Niederlanden hier jetzt erstmal eine schöne Auszeit, eine Woche lang. Und werden trotzdem versuchen, so viel wie möglich Spaß zu haben. Und das wird mit Sicherheit auch so sein. Vielleicht haben wir ja Glück und der ein oder andere schöne Tag ist noch mit dabei. So, jetzt aber wirklich genug der Einleitung. Viel Spaß bei diesem Video und kommt einfach mal mit. Hey, baby.
Ja, wir sind jetzt halt hier in diesem schönen kleinen Städtchen Harderwijk, machen jetzt hier so ein bisschen Sightseeing, laufen hier so eine, durch so eine schöne Hafenstadt, wirklich ganz, ganz toll hier. Und ja, meine Frau macht hier ein paar schöne Bilder mit der Kamera. Ich versuche jetzt erstmal so ein bisschen für den Vlog hier ein bisschen B-Roll-Footage einzusammeln. Mal gucken, vielleicht mache ich auch noch das ein oder andere Bild. Wir haben ein bisschen weiter da hinten eine schöne traditionelle Windmühle entdeckt. Da wollen wir jetzt mal auf jeden Fall hin und wollen mal schauen, dass wir hier ja, mal ein paar schöne Aufnahmen kreieren können. Aber was wir hier so sehen können in diesem kleinen Städtchen, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und ja, sehr idyllisch. Ja, wir sind hier in der Stadt Waterfront oder Waterfront. Wir nähern uns dieser Windmühle, sind jetzt hier an diesem schönen Hafen mit jede Menge alten Segelschiffen. Also da kommt man aus dem Fotografieren nicht mehr raus. Wirklich sehr, sehr cool, sehenswert und sehr beeindruckend. Ja, wieder grünes Licht. Jetzt können wir endlich über die Brücke drüber laufen und wir begeben uns jetzt zurück zum Auto und werden mal den nächsten Spot anfahren. Für heute soll es das hier gewesen sein in Waterfront. Ein schöner Fischereihafen oder ein schöner Fischerhafen besser gesagt.
Ganz, ganz toll. Jede Menge schöne Motive, tolle Gegend, kann ich nur weiterempfehlen.